Was trinken wir heute, Rico? Hackabschor, bayerisch hell. Gesundheit. Danke. Also Münchner Hell. Seit Jahrhunderten wird in München eine Bierspezialität gebraucht, die den Charakter der bayerischen Hauptstadt in Hopfen und Malz übersetzt. Das Münchner Hell. Weich und malzig, edel gehopft und hymnisch wie die Frauenkirche. Mehr München hat nicht in die Flasche gepasst. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Was ist denn Lärm hier eigentlich noch aus? Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Hopfen? Also ein Bier. Das ist ein richtiges Bier, das ist ein richtiges Bier. Nach bayerischem Reinheitsgebot. Ah. Manche sagen auch deutsches Reinheitsgebot. Nee, das ist schon bayerisch. Also. Ja, ansprechend ist es. Ja, auspacken oder wegpacken? Ja, auspacken auf jeden Fall. Da habe ich richtig Bock Na, mach drauf. Doch. Das ist ja wie das Mönchshof. Einmal hast du hier die Schrift, Hackabschor, dann hast du den, den Öffnenmechanismus und den Verschließmechanismus. Geile Bügelsystem. Du hast hier die Stadt. Den Glück ist kein Kerl drauf. Mhm. Du hast hier angedeutet die Flagge. Ein bisschen blau-weiß. Das sieht aus wie München. Nahosten. Die Frauen, das ist doch die Frauenkirche. Das ist doch hier der Nahosten. Ach so. Das erkenne ich doch hier. Jetzt kapiere ich das erst mit den Bergen. Da wo Bin Laden ist, oder? Ja, da ist er. Ja. Das ist sein Laden. Heiß auch viel. Oh. Gibt der wenigsten in Spezialpunkt weniger. Bin Blindgänger. Ich bin jetzt so viel recht. Das sieht aus. Das sieht sehr gut aus. Alter, guck dir das an. Leck mich am Arsch. Da passiert ja nicht viel, wa? Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Na, wir werden gucken. Schlechte Zeichen. Das ist ja nicht schlecht irgendwie. Hm. Das Öffnen war schon kacke. Mann, ist das ein mildes Bier. Wa? Boah, ey. Ah, ist lecker. Ja. Hm? Ich finde es lecker. Ist aber jetzt nicht so lecker wie Mönchshof zum Beispiel. Ja, finde ich auch. Mönchshof hat mehr Geschmack, mehr Charakter, sag ich jetzt mal. Ist halt so ein helles, wa? Ja, ist aber lecker. Das ist aber auch so ein Standard-Hellet, finde ich. Das ist so wie diese Bayreuther-Hellet oder. Oh, also das ist besser mit dem Bayreuther, finde ich. Ah ja, aber oder diese Benediktiner. Das ist alles so eins so. Das weiß ich nicht. So. Wird driftet. Hm? Zu sehr ins Export. Naja, ins Bedeutungslose. Ach, ins Bedeutungslose? Mhm. Ja, ist halt ein deutsches Bier. Ist Wobei ich aber sagen muss, dass der Hasselröder mehr Charakter hat. Oh, oh, oh. Jetzt wirst du ja beleidigend. Jetzt übertreibst du ja. Jetzt kommen die Bayern und steinigen mich. Die Engel wissen so nicht, wo wir wohnen. Mhm. Ich finde auch dieses Bild hier finde ich auch total uncool. Hm. Wo ist Heidi? Wo ist Peter? Wo ist das Stroh? Der Großvater. Übrigens, die haben auch eine Website, wa? Hackabschor.de ist auch hier unter dem Video in der Beschreibung. Einfach anklicken. Schon seid ihr da. Mehr München hat nicht in die Flasche gepasst. Ah. Also, 22 Punkte Silber. Ja. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Oh, warte, Schock. Das war Gold gerade. Jetzt geht's los, Alter. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Hackabschor. Yeah. Kann man trinken. Ein gutes Durchschnittsbier, also vom Geschmack her. Mhm. Ja. Recht mild, also mild Würz, also das ist halt so mittendrin und halt relativ leicht entspannt. Warte, bis im nächsten Video? Ich hab da schon eine Idee. Mhm. Jetzt gibt's wieder auf die Leber oder was? In der nächsten Folge gibt's das Piratenbier.
Der Tüte Piratenbräu gibt's im nächsten Video. Na dann, lass mich überraschen. Also abonnieren und so. Liken, teilen, kommentieren. Auf jeden Fall niemals resignieren, sondern dann lieber mal ein Bier trinken. Ja.